Heute beim elektrischen Reporter Biochips, Pflegekraft und das junge Netz. Ich habe Sie erwartet. Menschenähnliche Roboter sind zwar auf Technologiemessen und Events ein Hingucker, bis aber digitale Technologie einen Menschen wirklich nachbilden kann, wird es allerhöchstwahrscheinlich noch ein wenig dauern. Im mikroskopischen Bereich sieht das anders aus. Hier ist das digitale Netz dem menschlichen Gewebe schon erstaunlich ähnlich, wie unser erster Beitrag zeigt. Schon im Mittelalter träumten Alchemisten davon, einen Miniaturmenschen in der Petrischale zu züchten. Biotechnologen der Technischen Universität Berlin könnten den sogenannten Homunculus jetzt Wirklichkeit werden lassen. Zumindest so etwas in der Art. Die Wissenschaftler arbeiten an einem Organismus im Kleinstformat, der menschliche Organe und ihre Wechselwirkung simulieren soll. Und zwar im Maßstab 1 zu 100.000, also mikroskopisch klein. Dieser Human on a Chip soll beim Test von Medikamenten und Kosmetik zahlreiche Tierversuche ersetzen. Außerdem soll der Winz-Organismus schneller, günstiger und präziser Ergebnisse liefern als Versuchsreihen mit Maus und Kaninchen. Tierversuche sind nicht nur ethisch ein Problem. Auch die Vergleichbarkeit von Mensch und Maus hat ihre Grenzen, erläutert Projektleiter Raik Horland. Viele Krankheiten, menschliche Krankheiten, sind so im Tier gar nicht existent. Das heißt, sie müssen künstlich erzeugt werden. Und dann ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, die Übertragbarkeit von solchen künstlich generierten Krankheitsmodellen im Tier natürlich viel, viel geringer als bei einer natürlich auftretenden Krankheit. Die Multiorganchips sind kleine Bioreaktoren, in denen etwa Leber- und Hautzellen wachsen. Ein künstlicher Blutkreislauf versorgt sie mit Nährflüssigkeit. Bis 2018 wollen die Forscher 10 verschiedene Organsimulationen miteinander verbinden und so langfristig bei der Entwicklung von Medikamenten 70% aller Tierversuche ersetzen. Bei der Kosmetikindustrie ist der Bedarf an solchen Alternativmethoden noch größer. Denn seit 2013 dürfen in der EU keine an Tieren getesteten Hautcremes mehr verkauft werden. Aber die Biochips können noch mehr als nur Nagetiere ersetzen. Was der große Vorteil des Chips natürlich ist, dadurch, dass er vollständig durchsichtig in diesem Sinn ist, dass man auch ständig während des Versuches oder während der Versuchslaufzeit in den Chip mit dem Mikroskop hineinschauen kann, die Organe beobachten kann. Das kann ich natürlich nicht so einfach im Tier. Forscher in den USA tüfteln an der Lungenembolie oder der Darmschleimhaut auf dem Chip. Wissenschaftler aus Mecklenburg-Vorpommern um Olaf Schröder verbinden Nervenzellen mit Computerchips, um so die Reaktion des Gehirns auf bestimmte Substanzen zu testen. Statt Zellklumpen in Glaskolben haben es Forscher nun mit Datenbergen im Computer zu tun. Und die erlauben völlig neue Methoden, zum Beispiel in der Alzheimer-Forschung. Wir wissen nicht, wie Alzheimer funktioniert. Und der Vorteil gerade unseres Systems ist, dass wir ohne die wirklichen Ursachen dieser Krankheit zu kennen, Teilaspekte dieser Krankheit nachstellen können und so also in der Simulation Behandlungsmöglichkeiten testen können. Das ist der große Vorteil. Kombiniert mit Stammzellen von Patienten sollen die Biochips völlig neue Möglichkeiten für eine personalisierte Medizin eröffnen. Die Hoffnung, bessere Behandlungsmöglichkeiten und weniger Nebenwirkungen. Gerade für Senioren, denn deren Medikamentencocktails kann bislang keine Pharmafirma testen. Viele Medikamente wirken heute nur in einer Teilgruppe. Die anderen werden mit dem Medikament eigentlich fehlbehandelt. Und wenn Sie jetzt auf dem Chip von diesen Patienten die Situation nachbilden könnten, könnten Sie das geeignete Medikament herausfinden. Das eröffnet natürlich unglaubliche Möglichkeiten, hier Therapien zu verbessern. Auch Genetiker wie Boris Jerchow vom Max-Delbrück-Institut sind vom Potenzial der Miniaturorganismen überzeugt. Beispielsweise um zu testen, ab welcher Dosis Medikamente gefährlich werden. Dass die Biochips Tierversuche ganz überflüssig machen, glaubt er allerdings nicht.
Speziell in der Grundlagenforschung sind Mäuse als Menschenersatz noch unverzichtbar. Wenn wir dieses komplexe System so genau verstehen, dass wir es modellieren können, können wir am Ende vielleicht auch auf Tierversuche verzichten. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt und viele Grundlagen werden auch weiterhin in Tierversuchen geklärt werden müssen. Wie nahe die Miniaturmodelle dem menschlichen Organismus tatsächlich kommen, das wird in den kommenden Jahren geprüft. In jedem Fall unterscheiden sie sich in einem zentralen Punkt vom Homunculus der Alchemisten. Weil wir keinen denkenden, fühlenden Organismus erschaffen, sondern wirklich nur ein Organismus, der die Stoffwechselwege des Menschen dementsprechend simulieren und abbilden kann. Um die Menschenwürde der Biochips müssen wir uns also vorerst keine Sorgen machen. Das berufliche Ansehen der Pflegedienstleistungen befindet sich in einem verbesserungswürdigen Zustand, findet unser heutiger Tweet und seine Geschichte. Mein Name ist Beatrice Haberger, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und mache aktuell meinen Bachelor in Pflegewissenschaften. Ja, in dem Beruf bin ich so bisschen reingestolpert. Ich war ein bisschen planlos nach meinem Abitur. Allerdings hatte ich sehr viele Verwandte, die im Krankenhausbereich tätig waren. Und in meiner Familie hat man auch ganz gerne Krankenhausserien geguckt. Und dann dachte ich mir, gut, dann probierst du mal Pflege aus. Das ist so ein Gegensatz, der mir immer wieder mal auffällt. Ich meine, diese Umfrageergebnisse, dass die Pflege einen guten Ruf genießt, die sind ja jetzt soweit nicht neu. Allerdings hat man dann so im Berufsalltag oder auch außerhalb des Berufsalltags aber auch immer wieder das Gefühl, so okay, so in Sachen Fachwissen, Kompetenz traut man dann Pflegekräften dann doch nicht so viel zu. Das größte Vorurteil wurde halt damals von Norbert Blüm geprägt, dass er irgendwie sagte, pflegen kann jeder. Das ist nicht so. Ich meine, die Entwicklung zeigt ja eigentlich auch, ne, dass es ohne Ausbildung kannst du eigentlich keinen Pflegebedürftigen vernünftig versorgen. Und ein weiteres Vorurteil ist, dass dieses Hegen und Pflegen, ach, das ist ja so eine angeborene Frauensache irgendwie und das ist halt einfach unsinnig. Es ist, ja, wenn ich einen Menschen kompetent und korrekt pflegen will, dann brauche ich einfach das notwendige Fachwissen, einfach auch damit der Pflegebedürftige ja auch ne, die notwendige Pflege bekommt, die er tatsächlich auch braucht. Ich wünsche mir zum einen, dass einfach mehr Wertschätzung und Anerkennung für das, was meine Kolleginnen und ich tagtäglich tun und auch für das, was pflegende Angehörige tagtäglich tun. Ja, ich wünsche mir auch ein besseres Image für die Pflege, einfach mal weg vom billigen Hilfsarbeiterjob hin einfach ja, zu einem Beruf mit Fachwissen und Kompetenz und einer Expertise. Ich meine, mittlerweile hat man auch in Deutschland die Möglichkeit, in Pflegewissenschaften zu promovieren. Weiterhin wünsche ich mir, dass Pflege einfach auch besser finanziert wird in Deutschland, damit Arbeitgeber auch einfach in gut ausgebildetes Personal investieren können. Lange Zeit habe ich Twitter eher privat genutzt. Mittlerweile nutze ich Twitter auch zum Austausch mit Kolleginnen oder Aktivistinnen auch, ne, um diese Missstände auch ein bisschen angehen zu können und gleichzeitig auch um all jene, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, auch für diese Themen zu sensibilisieren. Junge Menschen haben sich schon immer eigene Bereiche und Zufluchtsorte gesucht oder gebaut, in die die Erwachsenen nicht hinein konnten oder wollten. Auch in digitalen Zeiten ist das so. Während die Erwachsenen sich in Facebook häuslich einrichten, sind die Jugendlichen längst woanders unterwegs, wie unser nächster Beitrag zeigt. Die Älteren verstehen die Jüngeren nicht mehr. Das ist erstmal nichts Neues. Doch dieses Mal geht es um mehr als um Klamotten und Redewendungen. Jugendliche nutzen den Lebensraum Internet auf eine völlig andere Weise als ihre Eltern. Und die Orte im Web, die sie gemeinsam besuchen, werden immer weniger. An Facebook etwa mussten sich viele Menschen über 40 erst mühsam herantasten. Nur um jetzt zu erleben, dass viele Teenager es dort langweilig finden. Lia beispielsweise. Viele meiner Freunde haben gar kein Facebook mehr, die sind da gar nicht aktiv, weil es einfach unnötig ist für einen,
überall angemeldet zu sein und man ist gar nicht da sozusagen. Viele benutzen nur noch WhatsApp oder Snapchat und ja, sind einfach gar nicht mehr auf Facebook. Lia verschickt ein Bild per Snapchat. Ihre Freunde können die Nachricht nach dem Öffnen 10 Sekunden lang ansehen. Dann löscht sie sich von selbst. Spontane Partybilder sind mit Snapchat kein Thema mehr. Im Gegensatz zur gängigen Annahme bedeutet Jugendlichen ihre Privatsphäre viel. Und sie überlegen sich sehr wohl, was über sie im Netz zu finden sein soll. Auch deshalb erlebt Snapchat einen Boom. Täglich laden die Nutzer 700 Millionen Fotos über die App hoch. Mehr als die Hälfte der User sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Und sie benutzen Snapchat praktisch immer und überall. Ich nutze Snapchat täglich, ich würde sagen sogar stündlich. Ich dokumentiere eigentlich so gut wie alles, was ich mache. Es ist so definitiv spontan. So, wenn ich irgendwas Witziges sehe, es ist gerade am U-Bahnhof jemand, der schöne Musik macht oder so, mache ich kurz ein Video davon und sage, hey, hör mal, hier ist das Lied, was wir letztens gesungen haben oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ständig vernetzt sein, Ströme von Bildern und Gedanken, permanenter Austausch mit den Freunden und damit verbunden, das Gefühl, nie wirklich einsam zu sein, das sind wesentliche Bauteile vom Netz der Jungen. Die Elterngeneration steigt spätestens bei Snapchat aus. Nur sehr wenige von ihnen nutzen die Bilder-App. Digital Immigrants, also Nutzer über 30, finden sich in den schnellen, bunten Apps nur schwer zurecht. Einige Forscher glauben, das liegt an einer veränderten Wahrnehmung der Digital Natives, die mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen sind. Dennoch versuchen immer mehr Ältere, das Netz der Jungen zu erobern. Der Journalist Thilo Kasper arbeitet für die Memeschleuder BuzzFeed. Und er hat ein eigenes Snapchat-Format für das Fernsehen entwickelt. Er rät den alten Medien zur Vorsicht bei ihrem Vormarsch, um junge Nutzer nicht zu vertreiben. Ich glaube, das Ziel ist ganz oft, diese junge Zielgruppe abzufangen. Es ist aber die Frage, ob das auch gelingt, ob man durch diese Anbiederung wirklich sein Publikum erreicht oder ob man ein ganz neues Publikum auch in diese App lockt. Und am Ende ist es dann vielleicht so wie bei Facebook, dass man auch bei Snapchat eines Tages der eigenen Oma begegnet. Immer mehr einstige Rückzugsräume der Jugendlichen kommen im erwachsenen Mainstream an. Firmen und Politiker benutzen Facebook, Twitter und Snapchat für Werbe- und Wahlkampfbotschaften. Und der ehemals subversive Social-News-Aggregator Reddit wurde jüngst vom Verlagsriesen Condé Nast gekauft. Darum suchen sich Jugendliche wie Anton immer kleinere Nischen. Inzwischen nutzt er vor allem Plattformen wie HugeLOL. Bilderseiten mit eigenen Sprachcodes, eigenen Witzen und eigenen Memes, die nur versteht, wer dazugehört. Die Digitalentsprechungen der Schulhofklicken. Dieser Geheimclub-Charakter ist spannend. Das heißt im Umkehrschluss, wird eine Seite zu bekannt, wird sie uninteressant. 9gag ist irgendwann sehr uncool geworden, weil es viel zu viele Nutzer hatte. Das Besondere daran ist, dass dadurch, dass die Nutzer sich irgendwann wiedererkennen, weil sie ziemlich viel posten, eine Gemeinschaft entsteht. Und man sich dann da auch über sein Leben austauschen kann und es halt ein Bereich ist, wo andere Leute aus dem Privatleben keinen Zugang zu haben und die Anonymität spielt da natürlich eine ziemlich wichtige Rolle. Eine coole Gruppe, bunte Bilder, Geschwindigkeit und eine Welt, zu der Eltern keinen Zugang haben. Eigentlich haben sich die Vorlieben der Jugendlichen gar nicht so stark verändert. Neu ist, dass die Alten jung sein wollen, Skateboard fahren, Hip-Hop hören und sich Snapchat aneignen. Doch bis sie kapiert haben, wie das funktioniert, sind die Jugendlichen schon längst wieder ganz woanders unterwegs im Netz. Die heutige Jugend ist grässlich. Sie hat nicht den geringsten Respekt vor gefärbten Haaren. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.